der Jack. Österreich, ein wahres Oldtimerland. Nicht nur, dass zigtausende Chromjuwelen in diversen Garagen stehen, bietet die Alpenrepublik perfekte Bedingungen für dutzende Klassikveranstaltungen von Eisenstadt bis Bregenz. Wir lieben unsere Oldies. Perfekt rausgeputzt und bis ins kleinste Detail restauriert oder original erhalten. Und genau hier liegt auch das Problem. Denn manche Teile an einem Oldtimer überdauern die Zeit leider schlecht. Zum Beispiel die Bereifung, denn trotz geringer Kilometerleistung leidet der Gummi unter Umwelteinflüssen und altert auch in der Garage weiter. Auf einen echten Oldtimer-Reifen muss man deswegen nicht verzichten. Mit dem Sprint Classic Modell bietet Friedestein speziell für Fahrzeuge ab den 50er Jahren einen modernen Pneu im alten Look. Es ist ein guter Markt für Friedestein und es ist vor allem ein Imagebringer. Und Friedestein steht für Fahrfreude, steht für Sicherheit, steht für Fahrdynamik und daher sind wir natürlich auch in diesem Bereich sehr aktiv. When the truth is found to be. Um den Sprint Classic ausgiebig zu testen, hat Friedestein-Boss Thomas Körpert seinen privaten Oldie mitgebracht. Einen Seat 424 LS im Rallye-Trim. Ein Modell, das mit einer großen Geschichte glänzen kann und millionenfach gebaut wurde. Unter einer Lader-Lizenz sogar bis spät in die 2000er Jahre hinein. Mit einem Lader hat der 124 von Thomas Körpert aber nur wenig gemein. Sein Seat Fiat 124 LS von 1975 kommt im vollen Motorsport-Dress. Das bedeutet, sein Vierzylindermotor leistet 150 PS und das bei nur knapp 1000 Kilo Gewicht. Der Vortrieb geschieht dabei gänzlich ohne Elektronik. Dass der 124 LS auf Friedestein Sprint Classic Reifen steht, versteht sich von selbst. Denn gerade bei motorsportlichen Einsätzen ist ein moderner Reifen besonders wichtig. Ja, aber gerade der Reifen hat natürlich bei so einem alten Auto eine ganz große Bedeutung, weil überhaupt keine elektronischen Helferlein eingebaut sind. Kein ESP, kein ABS, in vielen Fällen sogar noch Trommelbremsen. Das heißt, sehr direktes, natürliches Fahren. Und da braucht man dann natürlich den bestmöglichen Reifen. Und den versuchen wir vom Friedestein dafür zur Verfügung zu stellen. Dabei ist es auch egal, ob man nun ein heißblütiges Renngerät oder ein elegantes Fahrzeug bewegt. Selbst Speichenräder, wie man sie an Oldtimern häufig findet, sind für den Sprint Classic Reifen kein Problem. Es gibt einmal prinzipiell für Autos ab der 50er Jahre bei Friedestein einmal die richtige Reifendimension. Und der große Unterschied bei diesen Produkten ist natürlich einmal die Reifendimension. Die hat sich ja im Laufe der Jahrzehnte massiv verändert. Man hatte ja früher 12 und 13 Zoll Reifen und ist heute in der Zwischenzeit bei 22, 23, sogar 24 Zoll Reifen, die wir im Programm haben. Viele alte Autos haben Speichenräder. Das heißt, für das Speichenrad braucht man einen Luftschlauch, um die Luft im Reifen zu halten. Und moderne Autos haben natürlich alle schlauchlose Reifen und die Bandbreite decken wir voll ab mit unserem Lieferprogramm. Was den Friedestein Sprint Classic besonders auszeichnet, ist die alte Schale kombiniert mit neuem Kern. Denn die Technik, die in der alten Optik steckt, ist Hightech. Genau das ist unser Ansatz. Das heißt, wir verwenden moderne Gummimischungen, wir haben Silikamischungen, wir haben hier die Ergebnisse unserer jüngsten Forschung und packen das aber in das alte Profil und in das alte Design hinein, weil es eigentlich für so ein altes Auto, für ein klassisches Fahrzeug auch den klassischen Reifen vom Aussehen her dazu benötigt. Also schrecken Sie nicht vor neuen Reifen für Ihren Oldtimer zurück. Mit einem Friedestein Sprint Classic kann man diesbezüglich nichts falsch machen.